Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MTV Unplugged 2 Box live vom Atlantik von Udo Lindenberg. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MTV Unplugged Nummer 2 live vom Atlantik von Udo Lindenberg. Das Ganze am 14. Dezember 2018 erschienen. So sieht das gute Stück aus, in diversen Varianten erschienen. Ich habe in dem Fall die teuerste Variante hier vorliegen, und zwar die Vinyl Box, die 4 Master Vinyl Edition. Gut, bevor wir das Ganze aus der Folie holen, nehmen wir uns noch hier kurz einmal diesen Sticker hier vor. Und zwar lesen wir hier, limitierte 4 LP Vinyl Box, 180 Gramm Vinyl, 20-seitiges Booklet im LP-Format mit Andreas Burani, Alice Cooper, Maria Furtwängler, Materia, Angus und Julia Stone und vielen anderen. Gut, jetzt haben wir das hier zur Kenntnis genommen. Bedeutet, die Folie kann ab. Und das machen wir einfach hier an der Seite auf. Jawohl. Somit geht jetzt auch der Sticker hier verloren und wir haben das Cover ohne Sticker vorliegen. Also wir haben hier oben einmal in Rot den Schriftzug Udo Lindenberg, darunter lesen wir MTV Unplugged 2, 4 Master Vinyl Edition und darunter lesen wir Live vom Atlantik. Dann hier eine Zeichnung und zwar haben wir hier Udo Lindenberg, der hier vorne auf einem Schiff sitzt, also auf einem, ja, auf einem Boot, auf einem Schiff und gerade ein Stromkabel aus der Steckdose zieht. Ja, sehr passend zum Titel, denn es ist ja auch ein MTV Unplugged. Warum MTV Unplugged 2? Ja, man mag es kaum glauben, aber Udo Lindenberg hat es tatsächlich geschafft, ein zweites MTV Unplugged zu bekommen oder zu spielen. Also ist, korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber meines Wissens der einzige Künstler, der das zum zweiten Mal gemacht hat. Der erste Teil ist schon etwas länger her, und zwar war das im September 2011. Das war damals live aus dem Hotel Atlantik und jetzt eben im Jahr 2018, also im Dezember 2018, der zweite Teil erschienen, in diesem Fall eben live vom Atlantik. Gut, wir haben hier eine flache Vinylbox vor uns liegen. Rechts ist das Ganze beschriftet mit Interpreten plus Albumtitel. Oben blank, links beschriftet, unten blank und auf der Rückseite haben wir dann die ganzen Credits, also ja, unten die Credits inklusive Barcode, aber darüber interessanterweise die ganze Tracklist nochmal hier aufgeschlüsselt. Also wir haben hier Vinyl 1, Vinyl 2, Vinyl 3, Vinyl 4, die gesamten Tracks aufgelistet, inklusive natürlich wer daran beteiligt war, also die ganzen Gäste, die Feature-Partner. Und rechts haben wir dann auch nochmal das Foto bzw. ja, diese Zeichnung, diese Grafik, die wir schon von der Vorderseite vom Cover kennen. Okay, genug zum Äußeren. Wir schauen mal hinein. Von innen glatt weiß. Dann kommt uns hier einmal entgegen das Booklet. Und dann haben wir natürlich die Vinyls. Jawohl. Jetzt sind alle draußen. Legen wir mal hier hin. Und auch die Unterseite in weiß gehalten. Gut, dann machen wir die Box mal zu. Und machen die zur Seite. Und dann kommen wir als erstes mal zum Booklet. Und zwar haben wir hier, wie es die Box erwarten ließ, ein quadratisches Booklet. Hochglanz. Auf der Rückseite auch nochmal hier Udo auf dem Boot. Und dann schauen wir mal hinein. Okay, also hier haben wir einmal so eine Widmung, so eine kurze Einleitung, so einen Text. Leinenlos und Stecker raus. Und zwar ist die formuliert von eurem Captain Odolius Orpheus Odysseus Lindberg live vom Atlantik. Alles klar? Also könnt ihr euch natürlich hier an dieser Stelle das Video kurz anhalten und diese Widmung kurz einmal durchlesen, diesen Intro-Text.
Dann haben wir den Interpreten hier in schwarz, also ja, sehr im Schatten stehend auf diesem Schiff. Sieht auf jeden Fall sehr dramatisch aus hier mit der Sonne und den Wolken im Hintergrund. Dann haben wir hier ein Foto in Farbe, auch hier wieder ein Zitat, jawohl, also aus dem Lied "Ich träumte oft davon, ein Segelboot zu klauen", haben wir hier ein Zitat: "Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie weit die Reise geht und wohin der Wind mich weht." Dann haben wir hier rechts die Tracklist nochmal, die wir auch schon vom Boxcover von der Rückseite kennen. Also wir haben hier insgesamt 27 Tracks auf 4 Vinyls jeweils A- und B-Seite verteilt. Und wir haben, möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, jede Menge Feature-Gäste. Und zwar haben wir hier Features von Jan Delay, Deine Cousine, Natalie Dora, Andreas Burani, The Last Bandoleros, Gentleman, Kids on Stage, Maria Furtwängler, Alice Cooper, Materia, Angus und Julia Stone und dann hier auf der letzten Seite, also hier auf der Vinyl 4, Seite B, haben wir dann auch noch natürlich das Panikorchester und ein Feature von Jean-Jacques Kravetz. Gut, also hochkarätig besetzte Featureliste. Hier haben wir dann auch die diversen Tracks nochmal auf, die Tracks aufgeschlüsselt, die ganzen Credits, also wer war daran beteiligt, etc. etc. Hier noch einige Eindrücke von diesem MTV Unplugged, hier mit Jan Delay, Gentleman und Andreas Burani. Dann haben wir hier weitere Fotos der gesamten Band. Hier haben wir dann auch nochmal die gesamte Band aufgelistet, also die einzelnen Menschen, die da mitgewirkt haben. Dann hier Udo, der alte Schlagzeuger, am Schlagzeug, Back to the Roots. Hier noch einmal die komplette Szenerie, das gesamte Bühnenbild hier. Also das ist echt ein mächtiger Aufbau, die Kulisse, aber natürlich auch vom Personal her sehr, sehr aufwendig. Unfassbare Szenerie. Weitere Fotos, weitere Einblicke. Jawohl, hier in dem Fall mit seiner Frau. Und ja, hier mit der Legende Alice Cooper an einer Bar, an einem Tresen. Dann haben wir hier zum Abschluss noch eine Danksagung. So sieht das aus. Und jawohl, hier auch nochmal Udo an der Reling. Danke, meine liebe Panik Familie, forever euer Udo. Gut, so viel zum Booklet, das ja echt sehr umfangreich und sehr detailliert gestaltet ist. Und dann kommen wir natürlich zu den Vinyls. Das ist Vinyl Nummer 1, kommt in so einer weißen Hülle, die natürlich vom Design her nicht allzu stark abweicht vom Boxdesign. Die Vinyl kommt dann in so einer weißen Papierhülle noch zusätzlich und sieht dann so aus, klassisch in schwarz gehalten, auf der A- und auf der B-Seite hier derselbe Aufdruck, also hier klassisch hier Udo Lindenberg MTV Unplugged und hier dann wieder dieses kleine Schiffchen, dieses Boot, auf dem Udo Platz genommen hat. Das ist Vinyl Nummer 1. Dass man hier nicht durcheinander kommt, wurden die auch hier nummeriert. Dann haben wir Vinyl Nummer 2. Sieht so aus, in dem Fall ein Peace-Zeichen. Und auf der Rückseite natürlich auch hier wieder die Infos zu den Tracks. Die Vinyl sieht dann so aus. Also, ihr seht alle Vinyls in schwarz gehalten und in der Mitte dann jeweils dem Artwork entsprechend vom Cover her auch die Grafik entnommen. Also wir haben dann immer dieses hier, was sich hier auf dem Cover befindet, auch hier auf der Mitte aufgedruckt. Also das ist dann in dem Fall Vinyl Nummer 2 gewesen. Dann kommen wir zu Vinyl Nummer 3. Hier haben wir Udo Lindenberg mit Dreizack. Also Rückseite möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Sieht so aus. Dann kommen wir zu Vinyl Nummer 3.
Einmal die A-Seite und einmal die B-Seite. Und zum Abschluss dieser vier Vinyls kommen wir zu dieser hier. Vinyl Nummer 4, hier Udo auf diesem Anker sitzend. Hier unten eine vollbusige Frau, die mir hier scheinbar zuprosten möchte, ebenso wie dieser Fisch. Und diese Vinyl sieht dann so aus. Jawohl. Gut. Ebenso auf allen Vinyls, beziehungsweise alle Vinyls haben dann auch noch natürlich auf der Seite eine Beschriftung. Und zwar ist die so gehalten. Falsch rum. So kann man das hoffentlich besser sehen. Und zwar lesen wir hier dann Udo Lindenberg MTV Unplugged Nummer 2. 4 Master Vinyl Edition und dann durchnummeriert. Das ist in dem Fall Vinyl Nummer 4. Und die anderen natürlich dann mit 1, 2 und 3 ebenso durchnummeriert. Gut, das war's mit dieser Vinyl Edition. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Doppelvinyls, und zwar 4 Stück, allesamt in 4 separaten Covers, in 4 separaten Hüllen drin. Dazu gibt es dieses gezeigte Booklet, ich glaube 20 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere, und insgesamt 27 Tracks auf Vinyl. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box von Udo Lindenberg MTV Unplugged 2 live vom Atlantik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Udo Lindenberg unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.